Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, wir stehen hier beide auf Gefechtsposition. Ich weiß nicht, warum sie jetzt gerade nach links zielt, weil von da sind wir ja gekommen. Wir hatten gerade in der letzten Folge eine Sequenz. Ich habe C4, also ich kann nicht wirklich. Ich würde aber schon gerne tauschen, Jungs. Ich will die Schrotflinte, will ich nicht haben, die ist scheiße. Was habe ich dafür Munition bekommen? Präzisionsgewehr. Die hat noch weniger Schuss, okay. Naja, gut, okay. Ich denke mal, dass wir uns aufmachen müssen und nach da hinten laufen müssen und die erstmal platt machen. Ja, blockier mich doch direkt. Kein Thema. Scheiße. Oh, wo geht die denn? Laufen, laufen, laufen. Geh doch mal in Deckung, du blöde Kuh. Hier weg. Ja, geh bloß nicht von dieser Kackwand weg. Ey. Wow. Wie viel hält der bitte aus? Waren das alle? Wo ist sie? Nadine, kommst du mal mit? Das waren bestimmt noch nicht alle, aber kommst du trotzdem mal mit? Da, die Tür ist direkt vor uns. Wo? Hä? Nadine? Wo ist denn bitte bei dir vor uns? Ja, dann bleib einfach da. Ich guck mal, wo die anderen sind. Ich schalte die dann alleine aus, wenn es sein muss. Muss anscheinend sein. Schön heftiger Stoß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kommt, Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten, trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Verdammt. Hey, du hast es geschafft. Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Was zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Klar. Die Lorbeeren nehme ich. Hm.
zu Ende. Okay, okay. Okay. Also, wie kommen jetzt da wieder raus? Dean Ross. Sprich mich nicht. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als aus dem Weg. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh, Mann. Das hat Klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich. Fahrradständer nach der Schule. Soll ich die jetzt aufbrechen, oder was? Oha. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht! Ja, ist eine gute Frage. Was haben wir denn? Jetzt wünschte ich mir so ein sowas zum Suchen wie von Sherlock Holmes oder so. Du hältst mich besser nicht hin. Was haben wir denn? Ah. Okay. Shiva und Parashurama. Und jetzt? Und jetzt? Chloe, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Ah, verstehe. Dürfte. Ist das die Axt oder was? Nee. Moment, da ist die Axt. Da ist der Dreizack. Ist das so richtig? Nee. Es würde zwar ganz gut aussehen, aber das passt mit dem unten nicht. Das passt doch schon eher. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Oh, nicht schon wieder so eine Kacke. Ich hasse euch. Wie ging das? Das ist andersrum, oder? Ja,
Das passt dazu. Nicht so weit, nicht so weit. Oh nein. Ich sag doch, ich hasse euch. Jetzt muss ich das hier wieder so blöd. So, Moment. Das jetzt einmal komplett drehen. Ach so, da muss das komplett nochmal nach links. Oh, nee. Nein, ich werd nicht aggro. Das heißt, das müssten wir eigentlich mit dem aber dann ein Stück nach links schieben. Beziehungsweise. Nee, das geht doch so. Ah! Ah, ich hab's. Mal. Er ergibt sich. Sie wird gleich fallen. Ruhe! Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Aktiven Arm wechseln? Das heißt, ja, der ergibt sich, heißt aber so viel wie, der macht die Arme nach oben, oder? Also, würde es für mich jetzt heißen. Nee, das sieht dann wieder so... Den nach unten. Was machst du da? Still sein und zusehen. Chloe! Ich werde sterben. Das stimmt? Nee. Nein. Okay. Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Ach so, die muss... Ach, ich bin auch so doof. Ja, gut, man sollte dann auch nach dem Original gucken, weil da sind nämlich in der Mitte alle vier Hände nach unten. Das würde jetzt für mich nicht heißen, dass sie sich ergibt, sage ich schon. Ja doch, ergibt. Ich hatte jetzt übergibt im Kopf. Still sein und zusehen. So, jetzt aber. Er gab sich. Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also, was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Wem sagst du das? Ich habe mich so darauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Ja. Ich
versuche zu entkommen. Ah, ja, stimmt. Ich muss ja nur ein Schloss knacken. Hey, Herr Dietrich. Ja, Moment. Mach hinne. Okay, jetzt ich. Komm mal. Oh, verdammt. Lady Frost. So, ich will ja nicht drängeln, aber kannst du dich ein bisschen beeilen? Würde ich gerne. Tief Luft holen. Darf ich jetzt nicht weitermachen, oder was? Euer Ernst? Jetzt verrecke ich garantiert beim Hochschwimmen. Ich sterbe immer beim Schwimmen. Leute, nein. Ja, danke. Man kann aber auch nicht ausweichen, das ist das Problem. Also nicht wirklich. Ja, okay, das sollte wohl das Ausweichen dann sein. Alles okay? Bisschen durchnässt. Mir geht's gut. Muss aufhören zu rauchen. Runter! Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Wie zum Teufel hat er Saft den Helikopter bekommen? Vielleicht von den Käufern. Was meinst du? Hab nur Saft drüber reden gehört. Zum alten Bahnhof zu fahren, irgendein Waffenhandel. Er verkauft den Stoßzahn. So viel zur Bewahrung seiner Kultur. Hey, einen Moment. Hör mal. War da eben. Danke für. Bild dir nichts drauf ein. Natürlich. Sind wir cool? Nein. Warte ich mir. Beeilen wir uns. Dann können wir sie abfangen, bevor sie ihn verkaufen. Ha. Und da ist unser Wagen. Cool. Da. Eisenbahnschienen. Ich halt an. Asaf hat ganz bestimmt Wachen in diesem Gebiet. Wir sind besser vorsichtig. Ja, ja, ja. Und dann verlieren wir den Stoßzahn. Du kannst gern hier bleiben. Ich meine ja nur, okay, dass okay, wir... Okay, okay, okay. Weniger reden, mehr laufen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.